Jo, hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Arcania Gothic 4. Ich bin hier gerade in Tushu. Ich habe, also letzte Woche Freitag kam ja kein Video. Es sollte eigentlich eins kommen, so später. Also dann, das hätte dann mit der Upload-Zeit dann etwas länger gedauert, dass es nicht um 12 gekommen wäre, wie sonst normal. Sondern, keine Ahnung, halt später. Und da hat ja gesagt, dass ich bis hierhin lauf, also nicht bis hierhin, sondern etwas weiter lauf, da hat ja auf der Karte mir da sowas markiert, weil ich ja noch in der Stadt war. Und ja, da bin ich dann ja, bin ich halt bis zu dem Punkt gegangen. Dann halt, also ich habe aufgenommen, bin halt bis hierhin gegangen, hab dann da drin mit dieser Alten, da mit dieser Alten dort, mit der Tante, Zaubertante, da gesprochen und ja, dann so mitten im Gespräch hab ich einfach aufgehört, also gecuttet, damit ich das halt noch rendern kann und hochladen kann. Und dann beim Rendern ist mir aufgefallen, dass ich meine Stimme nicht aufgenommen habe. Deswegen ja, fange ich jetzt einfach hier weiter an. Ich könnte ja einfach. Hab ich eigentlich einen neuen, einen anderen Spielstand? Keine Ahnung. Ja, doch, da unten, aber da hab ich jetzt echt keinen Bock drauf und ja, wollte euch einfach mal nur sagen, was alles so geschehen ist. Und jetzt könnt ihr mit der Alten weitersprechen. Erzähl mir Ach mehr ja, und über die den labert sehr viel. Großmeister des Feuers. Großmeister Milton ist ein begnadeter Feuermagier. Manche behaupten, er sei der mächtigste Magier der Welt. Sein Herz gehört dem Wissen. Es war seine Idee, den heiligen Baum für alle Magier zu öffnen, egal welche Herkunft sie auch haben mögen. Manche trauen ihm nicht, weil er mit dem König von Myrtana befreundet war. Doch der Großmeister lässt sich davon nicht beirren. Was weißt du über den Großmeister des Wassers? Großmeister Merdarion redet nicht viel über seine Vergangenheit. Man munkelt, er sei damals mit Großmeister Ningal aus Morasul geflohen. Als ob es etwas gäbe, das zwei mächtige Magier wie sie fürchten müssten. Großmeister Merdarion hat großes Interesse an den alten Ruinen von Argan und leitet mehrere Expeditionen. Wer ist der Großmeister der Finsternis? Großmeister Ningal. Er ist ein sehr verschwiegener Mann. Alles, was ich über ihn weiß, ist, dass man in seiner Nähe Vorsicht walten lassen sollte. Wieso? Tötet er Leute, die ihm nicht gefallen? Ich habe schon so viel gesagt. Cool. Ja, zum Glück. Ich habe einen Stufenaufstieg. Zum Glück habt ihr jetzt nicht von Anfang an mitbekommen, was hier alles labert, weil das war echt zu viel. Da hab ich dann geweint. Ach. Ich spoilere jetzt einfach alles auf eins. Keine Lust mehr mit den anderen. So, da gehe ich mal tiefer hier runter. Und wie an den Wurzeln man hier schon erkennen kann, bin ich in meinem Baum. Also es ist wirklich ein richtig riesiger Baum. Das ist echt unglaublich. Vielleicht füge ich ja ein Screenshot hier ein oder so. Ein Zauberschmied Neuling. Duultus. Oder ich zeig den Baum dann halt einfach nochmal. Nichts anfassen. Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, die Werkzeuge eines Magiers anzugrapschen. Schlauer Bursche. Lass mich raten, das Hexenweib hat dich geschickt. Ja. Gilana hat mich geschickt. Ich soll dir ausrichten, dass du bei der nächsten Explosion im Sumpf landest. Keine Sorge, Experiment ist vorbei. Was? Kein weiterer Auftrag? Kein Auflehnen? Keine Prügelei? Gut, dann nichts wie ab zu Großmeister Merdarion. Merdarion? Gilana lässt dich nie im Leben zum Großmeister. Zieh dir nur einen Gefallen nach dem anderen aus der Nase. Warum überrascht mich das nicht? Kann dir helfen, Mitglied von Tushu zu werden. Klamotten und alles. Aber dafür brauche ich was. Zahle sogar. Interesse? Nein, bitte nicht. Was willst du? Einen Strohhut. Orks sind mir zuvor gekommen. Brauch ihn unbedingt. Einen Hut? Wollt ihr alle meine Zeit verschwenden? Hast eine Prinzessin erwartet? Wenn du's Gold nicht willst, find ich einen anderen Dummen. Du verstehst es einem, das Angebot Bitte. richtig schmackhaft zu machen. Nimm den Arm weg. Brauchst mich.
Zu Medarion lässt dich Hexenweib nicht durch. Ich helfe dir und bring dir den Strohhut. Wo finde ich ihn? In der kleinen Ruine. Dort hocken ein paar ausgestoßene Orks. Geh nach Süden zu den Stegen und folg dann den Fackeln nach Südwesten. Warum ist der Strohhut so wichtig? Wirst schon sehen. Was war denn das für eine Pedolache? Hat es Gelana auf dich abgesehen? Das Hexenweib versteht nichts von Magie. Ich schon. Sie ist also eine Art Kräuterhexe? Ich habe mich schon gewundert, eine Frau unter den Magiern zu sehen. Magierin ist sie, bloß keine Forscherin. Kennt nichts Neues, macht nichts Neues, hat hier nichts zu suchen. Gilana ist ein weiblicher Magier? Erzürnt das nicht die Götter? Bist nicht von hier. Was? Magierinnen gibt's in Setarif schon seit Jahrhunderten. Vielleicht ist Gilana die Strafe der Götter. Du bist ein Forscher. Bin ich. Magie ist wandelbar, wird was Neues schaffen, es den verknöcherten Säcken da oben zeigen. Neue Magie? Hat sich in den letzten Jahren gewandelt, muss einen Grund haben. Wart's ab, wird alles, was die Narren hier glauben, auf den Kopf stellen. Warum steckst du hier unten in einer feuchten Höhle? Kann hier in Ruhe arbeiten. Die da oben furzen den ganzen Tag in ihre Sessel. Bin der einzige richtige Forscher. Sie haben dich hierher verbannt? Nee, hab Medarion gefragt. Engstirnige Narren da oben gehen mir auf den Sack. Was ist das für ein Ding neben dem Wasser? Pumpe! Hält die Höhle trocken. Ja, trockener als den Sumpf. Scheiß Grütze sickert hier durch. Geil. So, dann versuch ich mal den Strohhut für ihn zu finden. Aber, na okay, ich muss es eigentlich machen, um dann bei der Alten irgendwie weiterzukommen oder so. Um die klar zu machen. Okay, jetzt muss ich sowieso nochmal wieder sprechen. Ach Gott, oh Gott. Und, dann am Freitag, also in... Ah ne, heute schon Donnerstag, also morgen, wenn dann zwei Folgen Arcania kommen. Gott, oh Gott. Müsste ich eigentlich vom Upload schaffen. Ist ja nicht so viel. Was sagt der Lump? Vultus wird dich nicht mehr stören. Ich würde dich als Lügner bezeichnen. Aber seit einiger Zeit ist es tatsächlich verdächtig still. Heißt das, du lässt mich jetzt zu Medarion? Nein. Nur Mitglieder der Bruderschaft von Tushu dürfen mit den Großmeistern reden. Du hast mich verarscht. Arscht! Es liegt in meiner Macht, dich in unseren bescheidenen Zirkel aufzunehmen, wenn du dich als würdig erweist. Na schön, ich mach mit. Was willst du von mir? Jemand hat im Sumpf verbotene Experimente mit Snappern durchgeführt. Einer der Snapper ist entkommen, zusammen mit einem magischen Halsband, das seinen Besitzer kompromittieren könnte. Verstehe. Jetzt erfindet sie schon Wörter. Soll er heimlich den Snapper und das Halsband beseitigen? Nicht ganz. Was mit dem Tier geschieht, ist mir gleich. Das Halsband jedoch bringst du zu mir. Ich werde dich für deine Mühen entlohnen. Ich werde dir das Halsband besorgen. Sag mir einfach, wo ich den Snapper finde. Meinen Lehrlingen zufolge hat er sich in eine verborgene Tropfsteinhöhle verkrochen, die im Westen des Sumpflandes nördlich der Goblinhöhlen liegt. Angeblich hausen dort noch andere Bestien, aber kräftig genug siehst du ja aus. Was, wenn ich es nicht bin? Kein großer Verlust für Tushu. Na, vielen Dank. Was ist denn ein Snapper? Eine große Echse auf zwei Beinen. Schnell, stark, blutrünstig. Das Exemplar, das du suchst, ist besonders bösartig. Also eine laufende Eidechse. Oder so ähnlich, egal. Da draußen gibt's noch einen. Aufgaben. Ausrufezeichen. Geil, eine rostige Säge, die will ich unbedingt. Pass auf, Junge. Ein Fremder. Ihr. Hat ein Maul. Kenn uns doch. Hey. Shakes. Shakes and Fidgets. Hey, Chef. Tu mir mal einen Gefallen, ja? Nein. Warum sollte ich das tun? Ich mach dich reich. Ach, so sieht er schon aus. Sumpf haust. Hey, lass dich nicht täuschen. Find meine Tasche. Du wirst schon sehen. Okay. Warum sollte ich deine Tasche suchen? Kannst sie behalten, Chef. Eine wertvolle Tasche. Mit goldenen Verzierungen und so.
Ich bekomme nur den Inhalt. Da ist bestimmt Meth drin. Der ist rein persönlich. Ja, völlig wertlos für dich, Chef. Also gut. Wo ist deine Tasche? Die habe ich fallen lassen, als mich die Lurker erwischt haben, wie ich ihre Eier klauen wollte. Die Biester haben ihr Gelege im Osten von hier. Sag schon, was ist in der Tasche? Wie gesagt, Chef. Nur ein paar persönliche Sachen. Chef mit L. Was für persönliche Sachen? Papiere, Briefe, Erinnerungen, Familiensachen eben. Du laberst, ich schwör. Woher hast du eine wertvolle Tasche? Du siehst aus wie ein Penner. Ich bin doch kein Dieb. Ha? Sie ist ein Familienerbstück. Ehrlich. Und das Erbstück willst du mir geben? Wie soll ich dich sonst bezahlen, Chef? Ich hab doch nichts. Der macht hier auf kleines Würstchen, nur damit ich den seinen Shithole. Okay. Ich muss erstmal vollkommen erkunden. Und da ihr sowieso einen Weg lang führt und ich sowieso gerade wieder was auf der Karte sehe, weil die Karte einfach OP ist, die ist beste, gehe ich einfach hier lang. Und das sieht aus wie diese Lurker-Eier, die ich springen sollte. Was wahrscheinlich auch so ist, oh Gott. Ich mache wieder viele Freunde. Oh Gott, das kommt von hinten, roll dich weg. Gott. Mein Glück werde ich nicht belagert oder so. Belagern. Erinnert mich gerade irgendwie an Herr der Ringe. Hau ihn um, ja. Nice. Die Penner lasse ich einfach da. Ich brauche den Shit eh nicht. Muhaha, gebt mir eure Eier. Hallo? Bitch. 160 Schaden schon. Nett. Ist jetzt nicht gerade ultra OP? Oh mein Gott, ich hab die Tasche. Ich könnte die eigentlich auch irgendwie für mich behalten oder so. Geh weg, ich brauch nur die Eier. Danke. Nein, ich will es nicht. Au. Pass mal auf. Deine Krallen tun mir weh. Okay. Dann kann ich zurücklaufen, um dem Penner seine Tasche zu geben und der Alten ihre fetten Eier. Oh Gott. Ich hasse den Sumpf. Die Bäume backen ein Bild rum. Da kommt immer so ein helles Lichtchen. Oh ja, hier ist auch der ganz hübsche Baum, der so richtig winzig ist. Lauft nicht weg? Schau doch deinen Scheiß. Hey, was gibt's? Unangenehme Zeitgenossen, die Lurker, hä? Nö. Nicht unangenehmer als so mancher hier. Hier, deine Tasche. Wunderbar, Chef, wunderbar. Der Inhalt für mich, die Tasche für dich. Stimmt's? Eine schöne Tasche voller goldener Stickereien. Da steht sogar dein Name drauf. Du heißt also Boran? Was? Boran? Das kann doch nicht sein. Da werde ich Boran mal selbst fragen. Chef, Chef, das ist doch nicht nötig. Achso, irgendwie schon. Du hast dein... Hä, warum? Hä? Okay, erst entfernen und dann bekommen. Okay, Genius. Oh, lass mich euch rein. In den Häusern gibt's meist ein paar Sachen zum Verkaufen, aber... Okay, ja, ich verkaufe ja sowieso nicht. Ich bin ja eh schon OP. Boran! Nein, das ist ja nicht, oh mein Gott. Hier hast du die Lurker-Eier. Achso, der wurde seine Lurker-Eier. Darum, ob ich zufrieden bin oder nicht. Es geht um das Wohl von Schwarzwasser. Und Schwarz. Du, mein Freund, hast bewiesen, dass es dir am Herzen liegt. Können wir jetzt reden? Jetzt können wir reden. Was willst du wissen? 9 Lurker-Eier lost. Ich bin vor langer cool. Zeit nach Schwarzwasser gekommen und der Ort hat mich gleich fasziniert. Hier komme ich zur Ruhe, die Vergangenheit schweigt. Die bösen Träume sind weg.
Ich habe gleich gewusst, dass ich hier bleiben muss. Was ist in deiner Vergangenheit passiert? Das ist eine lange Geschichte. Nur so viel. Früher war ich ein Paladin, habe in vielen Schlachten gekämpft. Das bereue ich heute zutiefst. Ich versuche jetzt Gutes zu tun und Schwarzwasser kann meine Hilfe gebrauchen. Die Paladine haben meine Familie ermordet. Was weißt du über sie? Da siehst du, was ich meine. Der Eifer und Fanatismus der Paladine wird immer schlimmer. Robar lenkt sie in die falsche Richtung. Was mit deiner Familie passiert ist, tut mir leid. Danke. Will Schwarzwasser deine Hilfe? Ich fühle mich dazu verpflichtet, den armen Menschen hier zu helfen. Sie leben ohne Moral und Gemeinsinn in den Tag hinein. Ich versuche, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Nicht jeder will das verstehen. Die Menschen hier lernen nur langsam. Was tust du, wenn jemand nichts lernen will? Dann muss er gehen. Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Glaub mir, ich erkenne faule Äpfel. Ich prüfe die Menschen und vor allem die Fremden. Was tust du, wenn jemand nicht freiwillig geht? Oh, dann gibt's Schellen. Ich scheue Gewalt. Gewalt hat früher mein Leben bestimmt. Sie macht einen blind, aber wenn mich der gerechte Zorn übermannt, dann wehe dem, den er trifft. Ich dulde keine Unmoral und keine Niedertracht in Schwarzwasser. Merkt dir das gut. Okay, oh. Was Junge. Denkst du über die Magier? Sie wissen nicht zu schätzen, was ich für Schwarzwasser tue. Sie sollten mit mir reden, aber sie ignorieren mich. Ich könnte viel für sie und ihren Baum tun. Ich könnte sie unterstützen und beschützen. Ja. Das war's endlich. Und was gibt's hier drin? Wieder jemand zum Anlabern. Mama Huschqua oder so. Süße, Huqua. Willst du was über Tränke lernen? Damit kennst du dich aus? Eine Nebenbeschäftigung von mir. Aber bevor ich dir was beibringe, erwarte ich eine kleine Gegenleistung. Und Sex? Das ist nichts, was? Was soll ich tun? Meine Gelenke quälen mich wieder. Das kommt von der elenden Feuchtigkeit hier im Sumpf. Ich kenne ein Rezept für eine Salbe, die hilft, aber ich bräuchte dafür etwa ein Dutzend Netze der Sumpflauerspinne. Wenn du mir die Spinnennetze besorgst, zeige ich dir, wie man zwei nützliche Tränke braut. Okay. Für ein paar Rezepte helfe ich dir gern. Wo finde ich Sumpflauerspinnen? Sie leben an den Ufern von Teichen und Tümpeln. Sind sie gefährlich? Nein, die Sumpflauerspinne ist klein und harmlos, aber sie spinnt große Netze. Ich schau mich um. Wenn ich Spinnennetze finde, bringe ich sie dir. Was denkst du über Leboras? Er ist genau der Mann, den Schwarzwasser braucht. Aufrecht, durchsetzungsstark und unbeugsam. Er bringt uns Ordnung, Frieden und Sicherheit und sorgt sich um unser Wohlergehen. Er hat mir zum Beispiel gerade ein halbes Dutzend Lurker-Eier für ein Riesenomelett geschenkt. Lurker-Eier. Der Mann ist so mutig. Was? Klingt so, als wären wir alle von Leboras begeistert. Ich hab doch die Lurker-Eier gebracht. Woran, Shakes und die anderen wissen ihn nicht zu schätzen. Ich allerdings hoffe, dass er noch lange bleibt. Och nee, ist mir jetzt zu viel. Tut mir leid, aber ich möchte nicht. Und mit dieser Mission, mit diesen Spinnnetzen, weiß ich jetzt schon, dass ich das definitiv nicht vollende, weil ich hab keinen Bock, da das alles abzusuchen, um so einen Kack zu bekommen. Hallo, wie komm ich hier rein? Penner. Neos. Ein Abenteurer. Ein Mann wie ich. Willkommen. Raucher. Redest du mit mir? In der Tat. Vor dem Krieg bin ich hierher gekommen, um ein legendäres Artefakt zu finden. Und? Hast du es gefunden? Das Sumpffieber hat mich erwischt. Ich liege seit Wochen flach. Aber ich brauche das Artefakt. Unbedingt. Um was für ein Artefakt?